Hallo und herzlich willkommen, hier ist Sabine die Cat. Ich begrüße euch recht herzlich zu der House of Da Vinci 3. Ja, es ist endlich heraus und ich habe es mir geholt. Es ist der dritte und letzte Teil von der House of Da Vinci-Reihe und ich habe mich irrsinnig drauf gefreut. Ich glaube, man hört es auch. Und ja, ich möchte das Ganze gerne wieder als Komplettlösung anbieten. Ganz kurz über das Spiel: Ist 2022 auf den Markt gekommen von Blue Brain Games. Ist ein Rätsel-Abenteuerspiel und ich will auch gar nicht viel rumquatschen. Ich wünsche euch viel Spaß. Leider dauert das Laden ein bisschen lange, aber. Katakomben, Sacra di San Michele, 1508. Ich habe mich wirklich schon irrsinnig gefreut auf das Spiel. Und ich hoffe, es gefällt euch auch. Jetzt sind wir da, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. There he is. Look up. In the window, across the room. Get him. So, das ist jetzt einmal das Tutorial. Hier lernen wir mal alles kennen. Wir können uns hier mal umschauen. Der Gegenstand ist zu weit oben an der Statue. Ich kann ihn von hier nicht erreichen. Wir können jetzt auch schubsen. Teilweise gefaltetes Werkzeug, das schauen wir uns genauer an. Braucht man nur hier hochziehen. Dann haben wir ein vervollständigtes Werkzeug. Damit gehen wir jetzt vor zum Tor. Das können wir hier einfügen. Okay, näher gehen und zielen, würde ich sagen. Dann klappt es auch mit dem Werkzeug. Da ist ein Teil von unserem Oculus. Und ebenso hier oben. Gut. Wir gehen einmal nach links, ja? Das nehmen wir mit. Dann gehen wir vor zu den Ratten. Keine Sorge, wir sind nicht im Plague Tale. Wir drehen uns nach rechts rüber. Metallschaft, den werden wir jetzt verbinden mit dem Hebelhalter. Kriegen wir einen Hebel. Mit dem gehen wir wieder zurück. So, einmal Skelette bewundern hier. Spinnweben, hat schon länger keiner mehr gefegt. Stopp gewischt. Wir fügen unseren Hebel hier ein. Runter auf die letzte Stufe. Dann kriegen wir den ersten Teil von unserem Oculus.
Gehen vor. Drehen uns einmal um. Die Kameraführung ist leider ein bisschen... Aber das können wir ja von den anderen Teilen auch. Hier hinten, das ist wichtig. Da wollen wir her. Da lösen wir mal rechts. Dann fällt das Seil runter. Und das Seil binden wir jetzt am Leuchter fest. Wieder hoch. Das Spielchen spielen wir jetzt noch einmal. Ich will doch nur den Hebel hochziehen. Die Statue können wir jetzt selber rüberschubsen. Dann gehen wir rein ins Zimmer. Da mal ein Notizbuch. Die Chronik, während der Leonardo und ich zurückgekommen waren, lag in meinen Händen. Ich will das aber lesen. Ach, okay, also nochmal aufschlagen. Die Chronik, wegen der Leonardo und ich gekommen waren, lag in meinen Händen. Nur noch ein paar Minuten und wir wären in Sicherheit gewesen, aber sie holten uns ein. Ich schaffte es, Leonardos Wundergerät, das Oculus Perpetua, einzuschalten. Aber bevor ich Zeit hatte, es zu benutzen, begannen unbekannte Männer auf mich zu schießen. Es war eine bittersüße Ironie, als einer der Bolzen das Oculus traf. Es hat mir zwar das Leben gerettet, aber die kaputte Maschine stürzte mich dann durch verschiedene Zeiten und verlängerte meinen Fall, bis sie ganz aufhörte zu funktionieren. Aber wo es Leben gibt, gibt es auch Hoffnung. Und ich lebe noch. Ich muss nach dem Oculus Perpetua suchen, die Chronik finden und herausfinden, was mit Leonardo passiert ist. Ich habe eine Menge Arbeit vor mir. In den Tiefen der Katakomben von Sacra di San Michele bin ich auf etwas Einzigartiges gestoßen. In einem der Gänge befindet sich ein zugemauerter Raum, der einst von dem Architekten genutzt wurde, der den Ort entworfen hat. Seitdem sind einige Jahrhunderte vergangen, aber ich denke, ich kann jetzt eine andere Verwendung für einen stabilen Schreibtisch finden. Ich muss alle Teile des Oculus Perpetua finden. Wenn ich es nicht wieder zusammensetzen kann, sind meine Möglichkeiten, diesen Ort zu entkommen, sehr begrenzt. Hallo Bartolo, es tut mir leid, dass ich dich nicht persönlich treffen kann, aber der Kardinal hat es sehr eilig mit den Arbeiten an der Marienkirche in Köln zu beginnen. Ich möchte, dass du die Verantwortung für die Fertigstellung der Katakomben übernimmst und in Avigliano bleibst, bis alles in Ordnung ist. Die Kirche hat uns eine großzügige Belohnung versprochen und die Mönche werden ihre Toten noch hunderte von Jahren hier begraben. Lasst uns dafür sorgen, dass es auch so aussieht. Vergiss nicht, diesen Raum zuzumauern und alle Spuren des Gerüsts zu beseitigen. Wenn du fertig bist, schicke eine Nachricht und folge mir dann nach Köln. Wir werden die Belohnung wie immer teilen. Gott segne dich, März im Jahr des Herrn 966. PS, wenn du die Werkbank, die ich in Venedig gekauft habe, nicht behalten willst, kannst du sie gern zusammen mit dem Zimmer einmauern. Ich habe keine Verwendung mehr für sie. Oh. Gut, Schraubenzieher gehört auch uns. Hier haben wir noch ein Teil vom Oculus. Dann gehen wir mal raus. Drehen uns nach vorne. Hier auf die rechte Seite müssen wir her. Mit einem Schraubenzieher montieren wir die kaputte Schiene ab. Die können wir jetzt drinnen an der Werkbank gerade biegen. Dafür müssen wir das jetzt noch einstellen. Wir brauchen das Quadrat. Quadratisch praktisch gut. Hier auf der linken Seite haben wir den Hebel.
Jetzt ziehen wir rauf. Besser als jeder Schraubstock. Und die Schiene montieren wir jetzt draußen wieder ein. Ein kaputtes Zahnrad und der Oberteil vom Oculus. So, auch das Zahnrad wird gerade gebügelt. Dafür verwenden wir jetzt den Kreis. Dann gehen wir hierher. Setzen unser Unterteil ein. In das Oberteil kommt das Zahnrad rein. Dann kommt die Linse drauf. Ah, fixieren müssen wir noch. Fixieren. Ganz wichtig, dass uns der nicht davonrollt. Jetzt kommt die Linse drauf. Und der Oberteil. So, rein damit. Es hat jetzt kurz gehakt. Komisch. Ich hoffe, das Spiel stürzt nicht ab. Dann aktivieren wir mal. Als ich näher kam, erschienen pulsierende Strahlen um das Portal, als ob es auf die Nähe des Oculus Perpetua reagierte. Rein mit uns! Keine Skelette da. Also es hat funktioniert. Wir gehen nach vor. Wir müssen noch die Ratten loswerden in der Zukunft. Hierher. Gut, dann drehen wir das. Den Brunnen der Vergangenheit zu schließen, hat dafür gesorgt, dass keine Ratten durchkamen. Die Katakomben von heute sind also frei von Ungeziefer. Wir gehen nach vor zur Treppe. Da liegt ein Buch. Chronik des Ordo Justulia. So, das brauchen wir. Der Ordo Justitialis ist nur ein Werkzeug und sollte auch so behandelt werden. Ein guter Krieger schärft sein Schwert, ein guter Priester übt seine Zunge. Ebenso wird derjenige, der das Beste aus dem Orden machen will, ihn geheim halten und in ein Mysterium hüllen. Aber Werkzeuge müssen sorgfältig eingesetzt werden. Denn ihre Kräfte können sich gegen ihre Benutzer wenden. Man kann sich mit einem scharfen Schwert schneiden, mit schlecht gewählten Worten Schaden anrichten, und wenn ein geheimer Orden außer Kontrolle gerät, kann das ungeahnte Folgen haben. Deshalb bewahre ich die Chronik an diesem Ort auf und lasse an einem anderen Ort einen Schrein zum Gedenken an diesen Tag errichten. Ich erwarte von jedem meiner Nachfolger, dass er sich mit dem Werkzeug vertraut macht, bevor er sich entscheidet, es zu benutzen. Gut, gibt es auch noch dafür was?
Endlich war mir das Glück hold, das Oculus Perpetua ist wieder funktionsfähig und ich kann es benutzen, um die Vergangenheit zu besuchen. Selbst kleine Veränderungen in der Geschichte können mir helfen, in der Gegenwart weiterzumachen. Aber jetzt sollte ich mich darauf konzentrieren, die Chronik des Oro Justitialis zu bekommen, denn ohne sie verliere ich einen sehr wichtigen Hinweis. Sie muss mit mir durch die Zeit gefallen sein, und wenn das der Fall ist, werde ich vielleicht hier in den Katakomben darauf stoßen. Zurück in die geheime Bibliothek zu gehen, um sie zu suchen, kommt nicht in Frage. Ich habe die Chronik auf der anderen Seite der Katakomben gefunden und sie sicher in meiner Tasche verstaut, aber dieser Teil unseres Abenteuers ist noch nicht zu Ende. Ich muss nach oben herausfinden, was mit Leonardo passiert ist und dafür sorgen, dass wir beide entkommen, ohne von diesen mysteriösen Soldaten gejagt zu werden. Rauf mit uns. So, Oculus. So, wir gehen nach vor. I still don't get how he evaded us. The monks must have warned him. Maybe they're even hiding him somewhere. That's possible. At least we got the one upstairs. Unless he sprouts wings, he'll be getting downstairs in chains. Yeah, I'm not so sure. It's taking him too long. Wir schauen uns hier mal näher um, auf die Rückseite. Ich musste fliehen. Triff mich im Haus meines Freundes. Du erinnerst dich sicher, dass ich dir von ihm erzählt habe. Ich bin sicher, du weißt auch, wie du den Brief lesen kannst. Dann bekommst du genaue Anweisungen, wie du dorthin kommst. Beeil dich, ein Freund. Hier haben wir die Karte. Ich will immer hier das zumachen, aber es genügt die rechte Maustaste. Wir gehen zurück, halten uns an die Tür hier hinten. So, stecken das Messer rein. Und jetzt gibt es einen kleinen Hinweis für eine Errungenschaft. Man muss das schaffen, ohne das Oculus zu benutzen. Dann gibt es eine Errungenschaft. Im Prinzip braucht man das nur so lange drehen, bis es unten ansteht, und dann kann man das Messer runterziehen. Wir reisen weiter. Villa von Luca Pacioli. Es lädt. Und schon sind wir hier. Gibt es dazu noch was zum Lesen? So, da haben wir noch was. Die ganze Zeit in den Katakomben habe ich mich gefragt, was aus Leonardo geworden ist. Als ich seine Nachricht fand, fiel mir eine große Last von der Brust. Aber es war keine Zeit zum Feiern. Ich befand mich mitten in den Reihen eines unbekannten Feindes. Und schließlich wurde mir der Ernst meiner Lage bewusst.
Leonardo würde sagen, dass es mein offener Geist war, der mich am Ende aus dem Schlamassel herausgeholt hat. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass auch das Glück seinen Teil dazu beigetragen hat. Die Chronik des Ordens ist in meinen Händen und dank des Briefes, den Leonardo mir hinterlassen hat, weiß ich, wo wir uns wiedersehen werden. Unsere Expedition war nervenaufreibend, aber wenn ich zurückblicke, war sie doch ein Erfolg. Jetzt muss ich zum Haus von Luca Pacioli gehen, Leonardos gutem Freund, von dem er mir schon so oft erzählt hat. Ich folgte den Anweisungen, die Leonardo mir hinterlassen hatte, und fand die Villa von Luca Pacioli. Sie ist ziemlich abgelegen, aber schön restauriert und mit einer hohen Mauer abgesperrt. Das Haus ist völlig still, aber es ist noch zu früh, um irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Außerdem sind wir hier verabredet und ich muss da rein. Kapitel 2 werden wir das nächste Mal in Angriff nehmen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich sehr freuen über ein Like. Vergesst nicht zu kommentieren, vergesst nicht zu abonnieren, vergesst nicht die Glocke einzuschalten. Wir sehen uns beim Kapitel 2. Tschüss.